Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen nun Bewährtes zur operativen Versorgung der Fehlstellung der Zehen berichten. Sie alle kennen diese Patienten. Füße sind nicht immer leichte Probleme. Man hat nicht nur den klassischen Hallux Valgus, sondern eher das entspricht unserem Patienten gut. Wir sehen häufig Kombinationen von Hallux Valgus, Kleinzehendeformitäten, manchmal auch Rückfußproblematiken, die dazugehören. Beginnen möchte ich mit dem Hallux Valgus. Auch den gibt es in unterschiedlichen Varianten. Manchmal überkreuzt er die zweite Zehe, manchmal kreuzt er auch unter die zweite Zehe. Letztendlich für uns relevant ist allerdings das präoperative Röntgenbild. Sehen wir hier vielleicht schon Hallux Rigidus, wo mein Patienten vorwarnen muss, dass eventuell eine Operation nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Und natürlich die ganzen Gelenkwinkel und die Längenindexe der Zehen untereinander, um die richtige Operation für den Patienten herauszusuchen. Entscheidend in der Hallux Valgus Chirurgie ist dabei der Intermetatarsalwinkel. Von dem ist es nämlich abhängig, welche Operationsmethode ich anwenden muss. Sehen wir uns einen Intermetatarsalwinkel zwischen 14 und 18 Grad an, so sagt man in der Literatur, dass man hierfür hauptsächlich die Ludloff-Osteotomie und die Scarf-Osteotomie anwenden sollte. Das sind metadiaphysäre Osteotomien. Diese erfolgt Z-förmig im Bereich des Schaftes bei der Scarf-Osteotomie. Hier sehen Sie das noch einmal schematisch dargestellt. Nach der Z-Osteotomie im Schaftbereich erfolgt dann die Lateralverschiebung und die anschließende Fixierung. Natürlich muss das überstehende Knochenende dann noch entfernt werden. Das sind dann solche Röntgenbilder nach einer Operation mit einer Scarf-Osteotomie. Sie können hier sehr schön erkennen, dass der Intermetatarsalwinkel sich deutlich reduziert hat. Das ist einmal das Ergebnis des Patienten nach der Operation, circa 3 Monate später, mit dem guten Korrekturergebnis. Die andere Variante der metadiaphysären Osteotomie ist die sogenannte Ludloff-Osteotomie. Die ist etwas einfacher gehalten. Hier machen wir einfach einen Schrägschnitt durch den Schaft des Os metatarsale 1. Aber wir sehen hier, dass es relativ schwierig ist, das Ganze einzustellen. Es kommt zwangsläufig meist zu einer Verkürzung im Bereich des ersten Strahls. Und das kann wiederum Probleme bei dem Patienten in den nachfolgenden Strahlen nach sich ziehen. Eine der häufigsten angewandten Osteotomien ist dabei die Chevron-Osteotomie. Die wird bei Intermetatarsalwinkeln unter 16 Grad angewandt. Und es handelt sich hierbei um eine subkapitale Osteotomie. Diese Osteotomie gibt es bereits seit 1962. Es ist eine V-förmige Osteotomie und auch hier erfolgt wieder eine Lateralverschiebung des distalen Anteils. Vorteil dieser Operationstechnik ist, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, durch Variation des Sägeschnittes eine Verlängerung oder eine Verkürzung des ersten Strahls hervorzurufen, um eine Anpassung des Längenindex zu erreichen. Der wichtigste Schritt in der Operation ist allerdings diese sogenannte Pull-and-Push-Technik. Dabei zieht der Assistenzarzt über eine Backhausklemme den proximalen Anteil nach medial, während der Operateur mit Kraft den distalen Anteil nach lateral verschiebt. Und dann kann man auch bei diesen Hallux-Valgus-Deformitäten mit dieser kleinen subkapitalen Osteotomie ein schönes Ergebnis am Ende erreichen. Hier sehen Sie nochmal die Röntgenbilder bei so einem Patienten. Das ist also nicht falsch, wenn das Köpfchen so seitlich verschoben steht oder das ist nicht richtig fixiert, sondern das ist eine bewusst gewollte Folge der Operation. Und hier auch nochmal die postoperativen Bilder bei diesem Patienten. Es gibt aber auch ausgeprägte höhergradige Deformitäten, wo wir mit den metadiaphysären und den subkapitalen Osteotomien nicht mehr zurechtkommen. In solch einem Fall können wir auch basisnahe Osteotomien durchführen. Da gibt es zuklappende und aufklappende Formen und auch die Arthrodese, die wir nicht sehr gerne durchführen. Hier sehen Sie einmal so eine Plattenosteosynthese nach einer zuklappenden Osteotomie. Hier auch nochmal die Kombination mit einer sogenannten Aiken-Osteotomie bei einem Hallux interphalangeus. Das heißt, wir hatten hier auch eine Fehlstellung im Grundglied, die mit einer Keilentnahme korrigiert werden konnte. Und das ist dann das postoperative Ergebnis, was wir bei dem Patienten erreichen können. Kommen wir nun zu den Kleinzehendeformitäten. Auch die gibt es in einer Vielzahl von Ausprägungen. Und da kursieren immer die Begriffe Hammerzehe, Krallenzehe. Was habe ich denn? Der Patient sagt, ich habe eine Hammerzehe, der Arzt schreibt Krallenzehe drauf. Letztendlich ist es wurscht. Diese Bezeichnung bezieht sich auf das Endglied, ob das gerade gestreckt ist oder ob da eine Flexion besteht. Das ist aber für die OP eigentlich fast irrelevant, weil die wichtige Position ist das Metatarsophalangealgelenk. Da ist es entscheidend, ist das rigide oder ist das flexibel und davon ist meine OP abhängig. Hier habe ich Ihnen einmal eine Patientin mitgebracht, eine Rheumatikerin, die neben dem Hallux Valgus auch 3 Krallenzehen aufwies oder 2 Hammerzehen und 1 Krallenzehe, wenn wir korrekt sein wollen.
Was haben wir hier gemacht? Wir haben eine Chevron-Osteotomie gemacht und dann gegen die Krallenzehen eröffnen wir das proximale Interphalangealgelenk, nehmen dann die Gelenkflächen raus, so dass wir nur noch reine Spongiosa haben und können dann eine sogenannte proximale Interphalangealgelenksarthrodese durchführen mit K-Drähten, die bei dem Patienten verbleiben für 3 Wochen und danach ohne Narkose entfernt werden können. Sie sehen hier einmal das Ergebnis, wie schön gerade die Zehen nachher gestellt sind. Die Gelenkflächen stehen gerade aufeinander und können dann letztendlich zu einem Knochen verwachsen. Und am Ende hat man natürlich eine deutlich geringere Rezidivrate. Hier auch nochmal intraoperativ den Vergleich vor der Operation, die Fehlstellung. Man kann sich vorstellen, wie das im Schuh gedrückt hat. Und dann das intraoperative Ergebnis. Ein anderes Problem, was gerne vor allen Dingen Frauen beschreiben, ist die sogenannte Metatarsalgie. Hierbei handelt es sich um einen Schmerz im Bereich der Fußsohle und hierfür gibt es auch etliche Ursachen. Neben den selteneren Ursachen, die Tumore, wie hier gezeigt, Bursitiden oder Neurinome sein können, ist eigentlich das häufigste einfach der Senkspreizfuß. Das Quergewölbe des Fußes ist abgesenkt und dadurch kommt es zu einer Druckbelastung der zweiten und dritten Zehe, wobei der erste eigentlich der Lasttragende sein sollte und das ist nicht mehr vorhanden und das schmerzt bei den Patienten. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Hier gibt es die sogenannte Weil-Osteotomie als operative Möglichkeit. Wir verwenden hier eine modifizierte Operationstechnik an. Das heißt, wir sägen nicht einfach nur das Köpfchen ab und verschieben es, sondern entnehmen einen Keil. Und damit erreichen wir das, dass wir nicht eine Replantarisierung bekommen und damit Rezidive im Rahmen einer Metatarsalgie. Nach dieser Weil-Osteotomie wird das Ganze mit kleinen Schräubchen verschraubt, damit die Osteotomie fest ist. Diese Schrauben können auch das restliche Leben verbleiben. Zum Schluss möchte ich auf noch eine kleine Spezialität hinweisen, die man auch immer wieder mal vorfindet. Das ist der sogenannte Digitus Quintus Varus Superductus. Es ist eine Fehlstellung der kleinen Zehe, wobei die 5. Zehe die 4. überkreuzt, also angehoben ist und auch noch supiniert liegt. Viele Patienten kommen damit sehr gut zurecht, brauchen gar keine Operation, aber immer wieder klagen auch Patienten, dass das normale Schuhwerk, Konfektionsschuh, nicht mehr so gut passt und die wollen dann den kleinen Zeh korrigiert haben. Standardoperationen hierbei sind Z-Plastiken im Bereich der Haut oder eine Operation nach Rui Mora. Dabei wird dann das Grundglied, also der Knochen, komplett entfernt und damit ist die Zehe dann wieder in der richtigen Position. Allerdings auch die Komplikation, dass die Zehe dann gerne frei flottiert, was die Patienten nicht so angenehm finden. Eine andere Variante ist eine eigentlich schon sehr alte Operationsmethode. Die gab es schon zur Jahrhundertwende, also im 19. Jahrhundert, um 1919. Hierbei wird eine Korrektur, eine Weichteilkorrektur nach Lapidus durchgeführt. Die Extensor digitorum longus Sehne der kleinen Zehe wird im proximalen Anteil aufgesucht und mit einer kleinen Stichinzision durchtrennt. Dann macht man so eine sogenannte Hockeystick-Inzision um das Grundgelenk der 5. Zehe und schlingt diese Sehne, die man sich unter der Haut hervorgezogen hat, einmal von medial nach lateral unter der Zehe durch und näht sie an den Abductor digiti minimi wieder an. Und das Ergebnis ist eigentlich verblüffend einfach und schön, weil man hat den Knochen in Ruhe gelassen und hat mit einer Weichteilkorrektur ein schönes Ergebnis erreicht. Die Zehe ist wieder gerade in der Position und hier auch nochmal die klinischen Ergebnisse. Der Zeh steht da, wo wir ihn gerne haben wollen. Ich möchte also am Ende zusammenfassen, dass es eine Vielzahl von Operationsmöglichkeiten im Bereich des Vorfußes gibt und dass es letztendlich nur ein strukturiertes und konsequentes Vorgehen zu überzeugenden klinischen Ergebnissen führt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.